Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Pamela und ich liebe Make-up, aber ich liebe auch Klamotten. Und Bershka hatte wieder mal einen Sale und da schlage ich dann meistens zu, wie mir irgendwas gefällt. Und ich habe ein paar Teile bestellt und das würde ich euch jetzt gern zeigen und ich hoffe, euch gefällt das auch. So, hier ist schon mal das gute Paket. Also, sind schon ein paar Teile drinnen. Mal schauen. Ich glaube sogar mehr wie beim letzten Mal. Gut finde ich auch, dass sie das so nachhaltig nur mit so einem Papierumschlag machen. Hier der Blick ins Sackerl. Und ich werde das jetzt dann mal hier alles so hinschmeißen. Ja, so viel sind es nicht. Es sind vier Teile. Im letzten Mal habe ich dann nur so einen kleinen Haul gemacht. So, ich glaube, bei TikTok war das. Folgt mir auch dort gerne. Da heiße ich Pamela Schranz. Aber ich habe euch das auch verlinkt. Jetzt schauen wir mal, was ist. Ich schnappe mir jetzt einmal das erste Teil. Und das. Mal schauen. Okay, das ist das. Das ist eine Hose. Das ist quasi eine Stoffhose, eine leichte Stoffhose. Und die hat eben hier unten einen Schlag. Habe ich in der Größe M. Das heißt, die ist auch sehr flexibel hier im Bund. Deswegen habe ich eine M genommen. Ich schaue mal vom Material her. 97% Polyester und 3% Elastan. Ja, normalerweise würde ich mir diesen Stoff nicht kaufen. Bei der Hose ist nicht ganz so schlimm und es dehnt sich eben ganz gut. Ich werde jetzt schnell probieren und dann zeige ich euch das gleich einmal. Okay, ich bin mega begeistert. Sie ist zwar etwas lang, aber entweder zieht man hohere Schuhe an oder ja, bei Turnschuhe kann man es vielleicht auch ein bisschen drüber hängen lassen. Ich gehe hier jetzt einmal ein bisschen zurück. Ich sehe gerade, ihr seht gar nichts, ne? Dann mache ich das anders. Dann drehe ich jetzt schnell meine Kamera um. Und zeige ich das von nahem einfach. So, das ist jetzt die Hose. Die ist, wie gesagt, sehr stretchig. Dann hier unten hat sie so einen Schlag und ist vom Stoff her, der ist sogar etwas durchscheinend. Finde ich super jetzt, gerade wenn es wärmere Temperaturen hat und glänzt auch ein wenig und ist hier oben, ich weiß nicht, ob man das sieht, sehr flexibel auf alle Fälle. Und ja, ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde, die schaut richtig, richtig schön aus. Ja, also ich mag die. Leider kommt sie in der Kamera jetzt nicht so toll rüber. Ich lege noch meine Diamond Painting Sachen. ja, aber wie gesagt, ich finde die mega. Ich hoffe, man konnte. Hoppala, der Vorhang. Sieht man mich gar nicht gescheit. Ich hoffe, man konnte das vorher relativ gut erkennen, aber ich finde die Hose spitzenmäßig. Die ist eben oben schön eng und ist urangenehm, macht echt einen guten Po. Oh mein Gott, macht die einen guten Po. Und dann geht sie eben runter mit so fließendem Stoff einfach und schaut super elegant aus, aber ist auch bei heißen Temperaturen oder wenn man sich am Abend irgendwo hinsetzt, ist es echt spitzenmäßig. Ne? Und das nächste Teil, was ich jetzt schon anhabe, ist eine Jeanshose. Ich zeige euch die aber auch gleich, weil genau, man sieht wieder nichts. Sage euch gleich einmal einen Kommentar. Ich glaube, ich werde dann einfach hier in meinen anderen Spiegel das machen und probiere, ob man das vielleicht besser sieht. So, nein, im Spiegel sieht man es nicht besser, weil da eben so ein Sticker drauf ist, aber ich zeige es euch hier. Und zwar ist die ganz, ganz locker und gerade geschnitten. Hat hier dieses Detail, das ist nämlich zusammengenäht. Hier, das ist offen. Und hier, das mag ich sehr, sehr gerne, dieses Detail, das eben die rissig ist und die passt perfekto. Ich habe hier eine 40 und ja. So schaut die dann aus, so fällt die dann und ich finde die mega, mega cool.
Was ich noch sagen muss, die ist hinten beim Po auch eher Boyfriend geschnitten, also nicht so ultra eng und knapp und so. Und sie ist richtig bequem. Also ich habe hier eine 40 und da habe ich auch noch ein bisschen Platz. Die ist auch ein bisschen dünner vom Stoff, finde ich. Und ich kann euch auch gern noch die Zusammensetzung sagen. Die schaue ich mir gleich noch an. So, jetzt habe ich nachgeschaut und das ist 100% Baumwolle. Also super, schwitzt man auf. Ich meine, ja, in manchen Chinosen schwitzt man ja trotzdem, ne? Also von daher, die ist super. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe schon mal das nächste Teil an. Das war jetzt anders geschnürt, nur ich finde das so unangenehm. Es war hier ein Knopf und dann ist es ein Neckholder. Ich finde es so angenehm, obwohl es auch ein bisschen runterzieht. Aber so finde ich es besser. Man kann hier jedes Bikini-Oberteil anziehen oder man macht sich das einfach anders. Und zwar kann man sich das auch gut hier vorne einfach zuschnüren. Macht hier eine Masche. Und hat hier einfach so ein Bandeau quasi. Das ist jetzt, ich zeige euch das auch gleich, das ist jetzt quasi ein Jumpsuit. Und ich finde das ehrlich gesagt voll süß so. Man könnte entweder die Träger runtergeben, irgendein Bikini-Oberteil, was dazu passend ist. Aber ich finde es so ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, weil es passt irgendwie zusammen mit dem Schwarz. Ja, ich zeige es euch aber jetzt gleich im Spiegel, wie das aussieht. So schaut das jetzt im Spiegel aus. Also hier ganz locker geschnitten. Es ist auch nicht zu kurz geschnitten, denn ich bin relativ groß. Also ich habe da schon noch ein bisschen Bewegungsfreiheit auf alle Fälle. Und wie gesagt, ich habe das jetzt so geschnürt und da kann man ein bisschen, hat man ein paar Sachen, wie man es schnüren kann. Also kann man sich ja ein bisschen was überlegen. Also habe ich jetzt auch gerade gemacht. Ich zeige es euch gleich noch von hinten. Ich finde, von hinten ist er auch sehr, sehr gut geschnitten, sehr vorteilhaft. Und ja, das ist das. Was ich leider nicht gesehen habe, ist, dass das leider 100% Polyester ist. Das heißt, ich befürchte, da drin werde ich sehr schwitzen. Und da ich das sehr, sehr empfindlich bin, ja, muss ich mir noch überlegen, ob ich den mir behalten werde oder ob ich den zurückschicken werde. Nur leider hat sonst alles gepasst. Wegen einem Teil des Zurücksenden muss ich mir jetzt noch überlegen, beziehungsweise könnte ich es ja mal austesten. Es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr süßer Jumpsuit. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe es auf alle Fälle in der Größe L bestellt, weil ich auch relativ groß bin, weil sonst passt das auf keinen Fall. Und ich habe auch schon das letzte Teil an. Das habe ich auch schon in Schwarz und in Grün. Und das ist so ein schöner Ton in Grün auf alle Fälle. Ich habe es mir jetzt noch in Weiß geholt. Es ist ein Minikleid. Es ist eigentlich ein Minikleid, aber aus Erfahrung weiß ich, es rutscht halt wirklich sehr rauf. Und deswegen ziehe ich unten immer einen, entweder noch einen kurzen Rock drunter oder einfach noch eine Hose oder eine Leggings als Longtop dann quasi, weil das gefällt mir auch sehr gut. Ich zeige es euch jetzt gleich einmal im Spiegel. So, das ist jetzt das Kleidchen bzw. das Longtop. Es macht echt ein schönes Dekolleté. Es hat hier diese Wellenform. Es schaut super aus. Ich muss aber sagen, es zeichnet sich auch relativ stark ab. Aber ich finde das trotzdem voll angenehm, voll schön im Sommer. Und ja. Wie gesagt, da würde ich drunter einfach noch einen kurzen Rock ziehen oder eine Radler oder eine Leggings. Dann schaut das echt super aus und es war so stark vergünstigt, dass ich es mir jetzt in Weiß auch noch geholt habe. Also ich glaube, das hat nicht einmal 10 Euro gekostet. Und ja, ich sage euch aber da gleich noch einmal, was das für ein Material ist, dass ihr das wisst. Also, das ist 94% Polyamid und 6% Elastan. Also, das ist okay. Ist ein sehr, sehr angenehmes Material, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr dehnbar. Und, wie gesagt, wirklich sehr dehnbar. Und es ist wirklich voll angenehm auf der Haut. Also, ich will es eigentlich gar nicht ausziehen. Das ist richtig, richtig gut und weiß.
Ja, ist halt weiß, ne? Schaut sich im Sommer auch toll aus, zu so gebräunter Haut. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, das schnapp ich mir auch noch. Und ich muss sagen, es hat eigentlich fast alles, es hat alles gepasst. Nicht fast alles, es hat alles gepasst. Und da bin ich froh, dass ich da auch die richtigen Größen erwischt habe. Ich glaube, im Sale kostet ja alles nochmal 20 oder 30% weniger. Und weil regulär kaufe ich mir eigentlich gar nichts, weil es kommt eh überall der Abverkauf, ne? Und wie gesagt, wegen dem Kleidchen muss ich, also wegen dem Jumpsuit, das überlege ich mir noch, beziehungsweise schaue ich einmal, wie teuer das wirklich war. Wenn es mir zu teuer ist, dann schicke ich es zurück. Ansonsten probiere ich es einfach. Und mega cool, die schwarze Hose, richtig mega cool. Die Jeanshose gefällt mir aber auch sehr gut, vor allem wenn man vielleicht irgendwo draußen sitzt. Es ist vielleicht ein bisschen windiger, aber im Sommer, Frühling ist die super. Und ich habe eh erst eine, die was lockerer sitzt. Und das gefällt mir sowieso top. Deswegen, ich habe nur eine andere Farbe noch dazu bestellt. Es gibt jetzt es gibt noch so ein Orange-Rot, aber das passt auch mit meinen Haaren und so nicht. Das ist nicht meine Farbe, aber sonst habe ich jetzt alle Farben von dem Kleid. Also ich finde das richtig mega gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Es war jetzt ein eher kurzes, knackiges Video und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert bitte ganz, ganz fleißig meinen Kanal. Bald haben wir die 100 Abonnenten zusammen und dann wird verlost. Und ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr mir ein Abo da lässt und wenn wir uns austauschen unten in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!